Hallo. Ja, da sind wir wieder beim Apothekenratgeber in der Rathausapotheke. Mein Name ist Carle Luhan, ich bin Apothekerin hier vor Ort. Und heute habe ich wieder ein super spannendes Thema für Sie vorbereitet, das Sie sicherlich beschäftigen wird oder schon beschäftigt hat die letzten paar Wochen, nämlich Viren. Ja, egal, ob es die Coronaviren sind, die jetzt gerade durch die Medien gewandert sind, die aus China ja zu uns rüberschwappen, oder die Influenza-Viren, die jetzt gerade Deutschland erwischt haben. Wir haben uns die Frage gestellt, und das ist eine sehr spannende Frage: Wieso greifen Viren gerade Immungeschwächte oder auch ältere Patienten an? Was haben die, was jüngere Leute nicht haben? Das Wesentliche ist ein Lysozymmangel. Das heißt, ältere Patienten, ältere Leute, Kinder und Immungeschwächte haben weniger Lysozym. Das ist ein bestimmtes Enzym auf der Schleimhaut, das uns naturgemäß vor Viren schützt. Und dieses Lysozym ist, wie es heißt, schon Lysozym. Es löst Bakterien, Viren eben auf. Ja, also haben wir zu wenig von diesen Lysozymen, sind wir angreifbar, vor allem für Viren, aber auch für Bakterien. Deswegen ganz wichtig, Lysozym muss in unserem Speichel, in unserer Nasenschleimhaut vorhanden sein, damit wir uns nicht anstecken. Und Sie wissen ja, Viren sind Tröpfcheninfektionen. Das heißt, hustet Sie jemand an, sind diese Viren schon mehr oder weniger auf Ihrer Schleimhaut und es besteht ein Infektionsrisiko, wenn Ihr eigenes Immunsystem nicht schafft, diese Viren niederzukämpfen. Was machen wir also, wenn wir zu wenig von den Enzymen haben? Wir können neuerdings dieses Enzym zuführen. Es gibt neuerdings in Deutschland, und das seit 2-3 Wochen erst, ein ganz innovatives Produkt, das ein Kollege von mir, Herr Dr. Münch aus Bayern, entwickelt hat, das Lysozym enthält. Und dieses Lysozym tatsächlich auf die Mundschleimhaut aufgebracht, sofort eine virenprotektive, also eine Virenschutzwirkung entfaltet und wir uns, also egal, ob Sie jetzt älter sind, krank sind, eine chronische Erkrankung haben, ein Arzt oder ein Apotheker sind und damit vielen Viren ausgesetzt werden, können Sie dieses Spray anwenden und sind für 3 bis 4 Stunden komplett gegen Viren und Bakterien geschützt. Ja, und die erste Lieferung dieses Sprays, dieses innovativen Sprays, ist komplett nach China gegangen. Die chinesische Regierung hat wegen des aktuellen Coronavirus, dieser Epidemie, die erste Lieferung komplett abgefordert. Daran sieht man ja, wie gut es wirksam ist. Dort werden Ärzte, Patienten, die eben immungeschwächt sind, geschützt durch dieses Spray. Ja, deswegen empfehle ich, so ein Spray zu Hause stehen zu haben. Habe ich übrigens auch, darf ich auch verraten. Egal, ob Sie jetzt Mutti sind und Ihre Kinder aus dem Kindergarten die Viren vielleicht mit nach Hause bringen oder ob Sie ein chronisch Kranker sind, eine chronische Krankheit haben oder ein älterer Patient sind. Ich kann Ihnen wärmstens empfehlen, sich einfach vor diesen Viren zu schützen. Natürlich sollte es nicht irgendwelche Hygienemaßnahmen, die man natürlich dazu machen sollte, ersetzen. Aber zusätzlich ist es ein fast 100%iger Schutz, wenn man es regelmäßig anwendet. Und das ist doch eine tolle neue Innovation, die ich Ihnen wirklich da ans Herz legen möchte. Ja, und natürlich gibt es auch ein Spray extra für Kleinkinder, Kinder, auch für Säuglinge. Unterscheidet sich nur durch diesen leckeren Bananageschmack. Das heißt, wird von Kindern geliebt, weil es eben so lecker schmeckt und gleichzeitig eben einen 100%igen Virenschutz bietet. Ja, zum Schluss möchte ich Sie noch mal daran erinnern, dass wir ab 2. März unseren Vitamin-D-Check in der Rathaus Apotheke machen. Melden Sie sich rechtzeitig an, wenige Plätze sind noch frei. Ja, wir sehen uns beim nächsten Apothekenratgeber wieder. Bleiben Sie bis dahin gesund.